Was ist die Steigerung eines Zufallsversuchs? Richtig, ein mehrstufiger Zufallsversuch. Und was der mit einem Baumdiagramm zu tun hat, klären wir in diesem Video. Mehrstufiger Zufallsversuch. Klingt kompliziert, meint aber eigentlich nur, dass ein Zufallsversuch mehrmals hintereinander durchgeführt wird. Zum Beispiel werfen wir eine Münze nicht nur einmal, sondern dreimal. Und genau sowas lässt sich optimal in einem Baumdiagramm darstellen. Die erste Stufe unseres Baumdiagramms wäre dann unser erster Münzwurf. Mögliche Ergebnisse beim Münzwurf sind Kopf oder Zahl. Deshalb hat unser Baum hier jetzt auch zwei sogenannte Pfade. Ein Pfad für Kopf, den anderen Pfad für Zahl. Die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl ist jeweils gleich groß, nämlich 1/2. Haben wir beim ersten Mal Kopf geworfen, können wir mit dem zweiten Wurf wieder Kopf oder Zahl werfen. Wir haben also wieder zwei Möglichkeiten, deren Wahrscheinlichkeit wieder jeweils 1/2 ist. Und wie sieht es aus, wenn wir beim ersten Mal Zahl geworfen haben? Auch hier können wir im zweiten Wurf wieder Kopf oder Zahl werfen. Also wieder zwei Möglichkeiten, deren Wahrscheinlichkeit jeweils 1/2 beträgt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch in der dritten Stufe unseres Baumdiagramms, also beim dritten Münzwurf, haben wir wieder, egal ob wir vorher Kopf oder Zahl rausbekommen haben, die Möglichkeit, entweder Kopf oder Zahl zu werfen. Jeweils wieder mit der Wahrscheinlichkeit 1/2. Jetzt könnte euch noch passieren, dass euer Mathelehrer wissen will, wie viele mögliche Ergebnisse es bei einem dreimaligen Münzwurf gibt. Warum ihn das interessiert? Keine Ahnung, aber auch dabei hilft euch das Baumdiagramm. Habt ihr den dreimaligen Münzwurf als Baumdiagramm aufgezeichnet und wollt wissen, wie viele möglichen Ergebnisse es nun insgesamt gibt, könnt ihr das nämlich einfach anhand der Ergebnisse der letzten Stufe abzählen. Dreimal Münze werfen heißt also, es gibt insgesamt 8 mögliche Ergebnisse. Natürlich lässt sich diese Frage nicht nur zeichnerisch, sondern auch rechnerisch beantworten. Könnte ja sein, dass euer Mathelehrer wissen will, wie viele möglichen Ergebnisse es bei 12 Münzwürfen gibt. Und bis ihr die alle in ein Baumdiagramm gepackt habt, das will keiner. Beim Münzwurf gibt es Kopf oder Zahl, also 2 Möglichkeiten. Werfe ich die Münze einmal, gibt es 2 hoch 1 Möglichkeiten, das sind 2. Werfe ich die Münze zweimal, gibt es 2 hoch 2 Möglichkeiten. Das sind 2 mal 2 gleich 4 Möglichkeiten. Werfe ich die Münze dreimal, gibt es 2 hoch 3 Möglichkeiten. 2 mal 2 mal 2, also 8 Möglichkeiten. Heißt, in die Basis schreiben wir die Anzahl der Möglichkeiten bei einmaliger Versuchsdurchführung und als Exponent schreiben wir die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Versuche. Bei 12 Münzwürfen also 2 hoch 12. Und das wären 4096 Möglichkeiten. Wer es nicht glaubt, kann dafür ja gerne mal ein Baumdiagramm aufstellen. Was solltet ihr euch jetzt aber unbedingt merken? Ein mehrstufiger Zufallsversuch ist ein Zufallsversuch, der mehrmals hintereinander durchgeführt wird. Mit einem Baumdiagramm lässt sich ein solcher mehrstufiger Zufallsversuch darstellen. Die Enden einer jeden Stufe des Baumdiagramms geben die Anzahl der möglichen Ergebnisse an. Die Anzahl aller möglichen Ergebnisse kann aber auch berechnet werden, indem man die Anzahl der möglichen Ergebnisse bei einmaliger Versuchsdurchführung als Basis und die Anzahl aller getätigten Versuchsdurchführungen als Exponent schreibt. So, kurz und knapp. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Wie viele mögliche Ergebnisse es denn bei einem dreimaligen Zufallsmünzwurf-Zufalls... Warum er das wissen will? Keine Ahnung. Aber auch dabei hilft euch.